Just open your mouth and let it say whatever it wants to say. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Geschwister. In diesem Video werden wir die wahren Bedeutung der biblischen Gabe der Zungenrede untersuchen. Anhand der altgriechischen Sprache werden wir sehen, dass sich diese Gabe immer auf eine echte geschriebene und gesprochene Sprache bezieht und nicht irgendein erfundener Kauderwelsch oder Gibberish, den eine bestimmte Gruppe namens Pfingstler erfunden hat. Die Pfingstler verstanden die Zungenrede zunächst in einem traditionellen Sinn, eine göttliche Gabe in eine fremde Sprache zu sprechen, die den Sprecher bisher unbekannt war. Dieses Verständnis war der erste Anstoß für das Azusa Street Revival. Missionary Tongues beschreibt die Erfahrung der Azusa-Teilnehmer am besten, da sie ursprünglich glaubten, es sei die göttliche Ausrüstung, um das Evangelium auf die ganze Welt zu verbreiten. Als die inspirierten Missionäre an ihren Zielort ankamen, stellten sie leider fest, dass sie diese Fähigkeit nicht besaßen. An der Heimatfront machten sich die öffentlichen Medien über ihre Praxis lustig und sagten, es hatte nichts mit der Sprache zu tun, sondern nur Kauderwelsch oder Gibberisch. Diese beiden Einflüsse stellten die frühen Pfingstler vor ein ernstes theologisches Dilemma. Die Lösung bestand darin, die Definition weg von der Sprache und hin zur Wortäußerung zu verlagern. Diese Äußerungen haben ein breiteres Spektrum, sei es eine besondere Sprache zwischen einer Person und Gott, eine private Gebetssprache, eine Engelssprache, eine Sprache der Anbetung und des Lobpreises oder die pfingstliche Idee der Glossolalie. Die einzige Möglichkeit, die Äußerung als ernsthaftes und glaubwürdiges theologisches Glaubensbekenntnis zu ermöglichen, bestand darin, die Geschichte der Zungenrede neu zu schreiben. Damit dies funktioniert, haben die Pfingster den Ansatz der Höhlenkritik übernommen. Kommen wir nun zu den Definitionen von Glossolalie und Xenoglossia, wobei der letztere die Definition die wahre biblische Gabe der Zungenrede ist. So, hier bin ich bei God Questions. Das ist eine Seite für biblische Fragen. Dies ist die deutsche Version. Und es steht, was ist Glossolalie? Wir müssen nicht das Ganze durchlesen, weil ich habe das schon alles durch. Ihr könnt das gerne mal selbst prüfen. So lassen wir uns das mal erstmal angucken hier. Was ist Glossolalie? Glossolalie, ein Phänomen, das manchmal auch als ekstatische Äußerung bezeichnet wird, ist das Aussprechen von unverständlichen, sprachähnlichen Klang in einem Zustand der Ekstase. Glossolalie wird manchmal mit Xenoglossie verwechselt, die das biblische Gabe der Zungenrede ist. Während Glossolalie jedoch Plappern in eine nicht existierende Sprache bedeutet, ist Xenoglossie die Fähigkeit, eine Sprache fließend zu sprechen, die der Sprecher nie gelernt hat. So, das geht hinaus über die Geschichte darüber. Wir gehen zu den Conclusion. Hier ist es.
Einfach ausgedrückt ist der Praxis der Glossolalie nicht die biblische Gabe der Zungenrede. Paulus machte deutlich, dass der Zweck der Gabe, in Zungen zu sprechen, darin bestand, ein Zeichen für diejenigen zu sein, die nicht glauben und die gute Nachricht, das Evangelium Christi, zu verbreiten. Na? Kommen wir nun zur Bibel. Schauen wir uns an, was der Textus Receptus über das biblische Verwendung des Wortes Zungen zu sagen hat. So, für die griechischen Strongs, die alten Textus Receptus, gehe ich gern zu diesem Programm. Das kann ich auch empfehlen. Da hat auch der Luther unter anderem, der hat auch hier die ganze Textus Receptus, aber der hat auch die deutsche Bibel, die Lutherbibel. Wir werden erstmal zu King James wegen des Strongs. Und das englische Wort für Zungen ist Tongues. Ne, ups. So, mal sehen, was er rausspuckt. Und es beginnt sogar in Genesis, das wird die hebräische Strong sein, die wollen wir nicht. Obwohl es dasselbe, machen wir einfach. Für die Kritiker. Dann gehen wir so hebräisch auch. Ein bisschen langsam heute. Okay. Klicken wir auf den Vers. Hier ist das Wort Tongues. Ne? Gehen wir so Genesis. Wo ist Tongues, Tongues, Tongues? Tongues. Das wäre H 3956. Und auf Hebräisch heißt es Lashon. 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 Strong's H 3956. Lashon. Lashon, okay. Lashon. Und das Hebräische übersetzt es so. Das muss ich in Deutsch machen. Zunge. Zunge der Männer. Zunge wörtlich. Zunge Sprechorgan. Sprache. Zunge von Tieren. Zunge aus Feuer. Keil. Meeresbucht. Zungenförmig. Okay. Dann gehen wir zurück. Wegen der Grieche für... Ups. Griechisch für... Nehmen wir Apostelgeschichte 2, 3. Oh, nee, noch besser. An die Raufeld. Hier ist noch besser. 2, 4. Perfekt. So. Und ich mache das erstmal in Deutsch für euch, damit ihr das Vers seht. In Deutsch. Wo ist Luther? Da. So. Apostelgeschichte 2, 4. Und sie wurden alle von des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nach denen der Geist ihnen gab, auszusprechen. So, wir müssen jetzt zurück zu King James, weil die Strongs gibt es nicht für Deutsch. Und wir klicken darauf, geben wir so das Textus Receptus für Tongues. Da ist es. So, Glossa. Ne, Glossi. Oh, hör mal so an. Strong's G 1100. Glossa. 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 Und der King James übersetzt das so: Die Zunge, ein Körperteil, ein Sprachorgan, eine Zunge, die Sprache oder Dialekt eines bestimmten Volkes, die sich von den anderen Nationen unterscheidet. Okay. Und hier ein Körperteil, Sprachorgan, hier sind die Verse. Durch eine poetische, rhetorische Verwendung, besonders in der Hebräistik, wird dem Körperteil, das hauptsächlich einer Handlung beteiligt ist, das zugeschrieben, was dem Menschen zukommt. Wir sehen, dass es ist eine Sprache. Ne? Zungen ist eine Sprache. Die Gabe der Zungenrede war eine übernatürliche Fähigkeit, eine Fremdsprache zu sprechen, die der Zungenredner nie gelernt hat. Wir sehen, wie diese Gabe in Apostelgeschichte 2,4-12 zum Einsatz kommt, als die Juden in Jerusalem das Evangelium in einer Vielzahl von Sprachen predigen hören. Okay, Apostelgeschichte 2, wir werden Verses 4-7 lesen, glaube ich, ja. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch erstmal die Geschichte hier geben. Okay, hier ist die Geschichte soweit. Jesus hat angekündigt, den Heiligen Geist auszugießen.
Er ist zu Himmel gefahren und wir werden jetzt Apostelgeschichte 2 ein bisschen davon lesen, wegen die Zungen. Und der Heilige Geist ist gekommen, es ist Pfingsten, ne? Und hier ist es, hier 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in was? Andere Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnte aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter den Himmeln. Als nun dieser Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn was? Jeder hörte sie in seine eigene Sprache reden. Sie entsetzten sich über alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer, was? Eigene Sprache, in der wir geboren wurden. Neben der Gabe des Zungenredens gibt es eine weitere geistliche Gabe, die in 1. Korinther 12, 10 erwähnt wird. Die Gabe, Zungen zu interpretieren, also die Auslegung der Sprache. 1. Korinther 12, Vers 10. Hier geht es, der Kontext ist geistliche Gaben, was Paulus hier schreibt, ne? Die Gnadengaben, genau. Geistige Gaben. So, Vers 10. Da steht es über den Auslegung. Okay. Einem andere Wirkung von Wunderkräften, eine andere Weissagung, einen anderen Geister zu unterscheiden, eine andere verschiedene Arten von was? Von Sprachen und an anderen die Auslegung der Sprachen, also Interpretation. Jemandem mit der Gabe, Zungen zu interpretieren, 1. Korinther 12, 30, konnte verstehen, was ein Zungenredner sagte, auch wenn er die gesprochene Sprache nicht kannte. Die Gabe des Zungendolmetschers ist die Fähigkeit, eine Fremdsprache in die Sprache des Zuhörers zu übersetzen. 1. Korinther 14, beginnen wir bei 11. Hier fasst es Paulus sehr gut zusammen. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich den Rednern ein Fremder sein und der Redner für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkung trachtet, strebe danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, hier ist es, darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann oder übersetzen kann. Fahren wir runter zu 19. Nee, nehmen wir 18. Ich danke mein Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Paulus konnte mehrere Sprachen sprechen. Ich spreche 2, Deutsch und Englisch. Paulus konnte noch mehr Sprachen reden. Vers 19. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Wörter mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Wörter in einer Sprache. Oder kann jemand von euch das übersetzen? Lass uns ehrlich sein. Eine Person mit der Gabe, Zungen zu interpretieren, konnte verstehen, was ein Zungensprecher sagte, auch wenn er die gesprochene Sprache nicht kannte. Dieser Mangel an Vorkenntnissen einer Sprache unterscheidet die spirituelle Gabe von der natürlichen Gabe, verschiedene Sprachen verstehen und sprechen zu können. Ich habe mir zum Beispiel selbst beigebracht, Deutsch zu sprechen und ich kann von Englisch in Deutsch übersetzen. Das ist nur gesammeltes Wissen. Aber wenn ich plötzlich anfangen würde zu sprechen, sagen wir mal Chinesisch, und ihr würdet es hören und verstehen, das wäre die Gabe des Zungenrede, das Werk des Heiligen Geistes. Nehmen wir an, einer von euch steht auf und beginnt zu übersetzen, was ich sage, damit jeder es verstehen kann. Auch das wäre ein Wunder. Gilt die Gabe des Zungenrede für heute? 1. Korinther 13, 8 erwähnt das Aufhören der Gabe des Zungenrede. Es heißt das Aufhören mit der Ankunft des Vollkommenen in Vers 10. Okay, 1. Korinther 13, beginnen wir bei 8. Hier steht das Vorläufige und das Vollkommene. Und ich habe die King James mit zugetan, weil wegen der Übersetzung. Okay, beginnen wir mit den Schlachter. Die Liebe hört niemals auf. Hier steht Charity. Never faileth.
So, Charity ist übersetzt in Englisch nicht Liebe, ne? Charity wäre eher, wenn ich was gebe hier aus Herzen, aus ganzem Herzen. Charity. Ne? Okay, egal. Okay. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagung, sie werden weggetan werden. Hier steht, but whether they be prophecies, they shall fail. Das heißt, sie werden versagen. Also Prophezeiungen werden versagen. Machen wir weiter. Seine Sprachen, Tongues, sie werden aufhören. They shall cease. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. It shall vanish away. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Zu der Zeit war es so, die Bibel war noch nicht fertiggestellt, bis Johannes die Offenbarung schrieb. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, das heißt, das Vollkommene, Heilige Schrift vollkommen ist, ne? But when that which is perfect is come, das heißt, wenn die Bibel fertig ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Welches Stückwerk? Die Weissagen und die Zungen werden weggetan werden. Sprachen. Tongues. So, wenn das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Ein Unmündiger ist ein Kind. Ne? Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was so unmündig sein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie ein Rätsel, denn aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, der größte von allen ist die Liebe. Und Paulus schreibt also in King James steht Charity, Nächstenliebe. Ja, Charity. Okay, so wir sehen, dass Zungen und Prophezeiung, also wenn ihr von Propheten hören, die sagen, oh, ich habe ein Wort vom Herrn und ich muss das euch geben, und das ist alles Mumpels Quatsch. Die Bibel ist vollständig, ne? Und wir brauchen keine Propheten mehr. Es ist alles da drin, was wir wissen müssen oder was je prophezeit werden wird. Ist alles in Heilige Schrift. Nichts mehr zugeben. Gott hat uns davor gewarnt in der Offenbarung, ganz am Ende. Wer Worte hinzufügt, Prophezeiung hinzufügt, Gottes Wort ist komplett. Es braucht keine mehr Prophezeiungen, sind fertig. Es gibt viele, die sagen, Jesus hat mir gesagt, ich soll dir dies sagen, oder Gott hat mir gesagt, dass dies passieren wird. Bitte hört nicht auf diesen falschen Propheten. Die Bibel warnt uns eindringlich vor diesen Personen. In Offenbarung 22, 18 durch 19 sagt es. Offenbarung 22, 18 und 19. Für wahr, ich bezeuge jeden, der die Wörter, die Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches der Weissagung, so will Gott wegnehmen sein Teil vom Buch des Lebens und vor der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Einige weisen auf einen Unterschied in der Zeitform der griechischen Verben hin, die sich auf das Aufhören von Prophezeiung und Erkenntnis beziehen und auf das Aufhören der Zungenrede als Beweis dafür, dass die Zungensprache vor den Ankunft des Vollkommenen aufgehört hat. Wenn die Gabe des Zungenredens heute in der Kirche aktiv wäre, würde sie im Einklang mit der Heiligen Schrift ausgeübt. Nun, mit Gott ist alles möglich. Wir wollen Gott niemals einschränken.
Ich persönlich habe die wahre Gabe der Zungenrede noch nicht in Aktion gesehen. Ich habe gesehen, wie Pastoren andere Sprachen übersetzen, aber noch nie sah ich jemanden, der in einer Sprache sprach, der nie zuvor gelernt hatte. Der Heilige Geist ist souverän bei der Verbreitung der geistlichen Gaben, 1. Korinther 12, 11. Stellen wir uns vor, wie viel produktiver Missionäre sein könnten, wenn sie keine Sprachschule besuchen müssten und sofort in der Lage wären, mit Menschen in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Gott scheint dies jedoch nicht zu tun. Das Zungenreden scheint heute nicht mehr vorzukommen wie im Neuen Testament, obwohl es äußerst nützlich wäre. Die Gläubigen, die behaupten, die Gabe des Zungenredens zu praktizieren, reden gibberisch, was niemanden was nutzt und ist nicht in Einklang mit der Heiligen Schrift. Diese Tatsache führt zu dem Schluss, dass die Gabe der Zungenrede aufgehört hat und nicht mehr Gottes Plan für die Kirche von heute ist. Und ja, Geschwister, ich kann mich mit diesem Thema identifizieren, weil ich diese Dinge eine Zeit lang auch praktiziert habe. Ich habe wie ein Verrückter geplappert und gedacht, ich würde in Zungen sprechen. Das war es aber nicht. Es wurde berichtet, dass einige den Herrn in anderen Sprachen verfluchten oder lästerten, ohne es zu wissen, indem sie dachten, in Zungen geredet zu haben. Es wurde sogar berichtet, dass einige durch dieses Verhalten einen Dämonen beschworen haben, ohne es zu wissen. Vor 30 Jahren folgte ich einem Prediger namens Benny Hinn. Das war ganz am Anfang meines christlichen Weges. Er ist ein sogenannter Glaubensheiler. Gott sei Dank hat der Herr mich aus der charismatischen Bewegung herausgeführt und mir einen wahrhaft bibelgläubigen, ordinierten Pastor gezeigt, der das Wort der Wahrheit richtig teilt. Nun, das war's mit diesem Video, liebe Geschwister. Wenn ihr euch in solchen Bewegungen befindet, kann ich nur euch raten, aussteigen. Sie sind gefährlich und zerstörerisch. Denkt daran, ich liebe euch alle im Herrn. Hier geht es nie um mich. Ich habe keinen finanziellen Gewinn aus meinem Dienst. Hier geht es um die Erlösung, die Verlorenen und die Erbauung des Leibes Christi. Maranatha.